Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks zurück hier mit mir, dem Barme, auf meinem Channel. Und ich muss sagen, es ist eigentlich gar kein Let's Play, also es ist eigentlich ein Replay. Aber ich werde das halt wie ein Let's Play machen, da es halt meine eigene Runde ist und ich gestern einfach das Programm nicht laufen lasse. Oder ich hatte das Programm laufen, nur ich habe dazu nicht gelabert. Naja, T62A auf dem Hill. Und scheinbar gibt es wieder einen Bug, weil da hinten ist Mai schon ein M41 aufgetaucht. Der ist schon früher aufgetaucht. Meine ich zumindest, weil auf den hätte ich, glaube ich, auch irgendwie aimen können. Und der... Machen wir es nochmal. Da ist nämlich da, in dem Haus, wo ich so blöd drauf geaimt hat, ist ebenfalls ein F4202. Das ist ja leider in letzter Zeit bei Replays immer öfters, dass da irgendwas nicht gezeigt wird. Oder zumindest beim ersten Mal nicht. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Wäre ja ganz schön. Wenn das... Verdammt! Ja, jetzt geht's. Ich habe gerade 100 FPS im Game gehabt. Das ist verdammt viel. Sehe ich weniger. Andererseits achte ich da auch nicht so drauf. Muss man dazu auch sagen. So, ja. Jetzt funktioniert alles. Vielen Dank. Er hat mich hier nämlich noch nicht gespottet. Und das ist mir auch... schönerweise relativ früh aufgefallen. Ich stehe natürlich relativ blöd für die Arti, also gut für die Gegner Arti, die kann mich hier sehr gut treffen. Und ja, ich habe mich da jetzt entschieden, etwas Druck aufzubauen, damit wir den schnellstmöglich rauskriegen, bevor unseren FV noch komplett platt macht. Hier muss ich sagen, hier habe ich leider ein bisschen blöd. Da hätte ich auf den Turm schießen sollen. Und hier hatte ich einfach zu viel Schiss, dass die Arti irgendwie auf mich schießt. Ist ja, glaube ich, auch berechtigt. M53 ist übel. Und, ja. Welche Art, die ist auf dieser Map hier nicht eingeaimt? Das ist ja quasi so eine Standard-Position, wo die Art hier eigentlich immer gut einnehmen kann, weil sie irgendwie immer halt was kriegt. So, jetzt noch den E75 etwas anrotzen. Wir haben leider ein bisschen Probleme, könnte man fast sagen. Wenn man nämlich sieht, auf C6, da gehen, kommen die Mediums durch. Ich würde ja von hier oben jetzt runterschießen auf C6. Problem nur, wir haben hier oben relativ viel zu tun, wenn nicht zu viel fast. Ich versuche da auch gerade ranzukommen, aber funktioniert gerade auch nicht so gut. Da kommt jetzt auch noch ein E100 hoch, also hier gibt es echt einiges zu tun und wir sind gar nicht so viele, wenn ich mir das so recht überlege. Da ist es auch eine blöde Wetchat, die mich da leider wegzieht. Schönerweise hat hier die Arti verschossen. Hätte sie getroffen, wäre es wahrscheinlich aus gewesen. Oder ich hätte ja, mit 200 AP überlebt. Kennt man ja. Und ich entscheide mich jetzt hier schon etwas, etwas mehr Druck auf die rechte Seite auszuüben, weil... Ich denke, wenn wir den T32 hier wegpushen, dann haben wir da schon wieder ein bisschen mehr Control über den Hill. Zwischenzeitlich war das hier ja teilweise noch etwas fraglich, dadurch, dass der E100 und der AMX-50B da kommen. Aber jetzt sollte das eigentlich alles rund laufen, immerhin bei einer Überzahl mit einem vollen IS-7, einem Kankra und zwei 9er CDs, nee, gar nicht, ein 10er und ein 9er CD, so. Und ja, E100 hat, steht da Hulldown, das ist so ein bisschen sehr uncool für mich. Andererseits stehe ich auch ziemlich gut, dass er mich nicht treffen kann, wie man gerade sieht. Aber ich habe da auf jeden Fall meine Probleme mit dem Durchkommen. Gerade wenn der Turm so ist, wie er den gerade hat. Deswegen schieße ich hier auch nicht, weil er angewinkelt ist und ich da keine Hoffnungen habe. Und ja, selbst als er fast 90 Grad mäßig zu mir geguckt hat, bin ich da nicht durchgekommen. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen Trouble und entscheide mich tatsächlich jetzt abzuhauen. Ich bin ja normalerweise nicht so jemand, der einfach Leute sterben lässt. Ich sterbe dann eher mit denen. Aber hier habe ich einfach gar keine Aussicht mehr gesehen und
doch irgendwie die Chance noch wegzufahren und doch noch ein bisschen Damage zu machen, doch noch irgendwie das Team an einer anderen Stelle zu unterstützen. ES7 hat leider auch halt gerade eine 1000er-Hit kassiert, das heißt, sein Full Life ist jetzt auch nicht mehr Full Life. Ein Jagdpanzer 100 ist noch aufgetaucht, also. Ja. 3 Zehner sind noch oben und wir waren noch 2 Zehner, wobei wir halt beide Half-Life waren. Das war also nicht so optimal, deswegen habe ich den Berg verlassen. Gerade weil ich auch erst 2227 Damage habe. Und wir sind laut der Aussage des Objekt 430 ein Boot-Team. Nicht ein Bot-Team, sondern ein Boot-Team. Und mal schauen, was ich hier noch raushauen kann. Muss beachten, ich bin Lowlife. Also, was heißt Lowlife ist jetzt falsch, aber ich habe nicht mega viel Leben. Und an der Stelle, wo er geschrieben hat, hier Kosik uninstall, muss ich tatsächlich gucken, wo ist der Typ überhaupt? Und dann habe ich den auf der Minimap gesehen, den E5. Davor habe ich ihn tatsächlich nicht wahrgenommen. Ich glaube, das war auch außerhalb meiner Funkreichweite. Jetzt habe ich schon mal wieder die nervende Badget da wieder am Hals. Von der will ich natürlich ungern getroffen werden. Aber es sieht immer schlechter aus. Ich habe zwar schon wieder 1000 Schaden gemacht, aber die Gegner haben immer noch gute APs. Und die Art, die hat auch auf irgendwas geschossen, wahrscheinlich nie auf dem 50B. Da wird sie wahrscheinlich nicht drauf getroffen haben. Ja. Ich glaube, es ist ein Ricochet. Ich weiß es nicht genau. Ich kann kein Russisch. Ich würde es aber gerne lernen. Und der E100, ist es der E100? Der hat sich, glaube ich, ja beklagt. Über den goldenen T95. Ich hätte gerne den goldenen T95. Ich glaube, das wäre schon was. Dann würde ich den, glaube ich, vielleicht nochmal spielen. Nee, wahrscheinlich meint er logischerweise die Munition. Aber naja. Oh, da hat entweder die Arti oder der Panzer 100 dem T95 ein Küsschen gegeben. Ich tendiere fast zum Jagdpanzer 100. Aber die Arti hätte echt schon sehr gut treffen müssen. So, versuche ich gerade noch irgendwie Damage zu machen, damit der E5 da langsam mal in eine Pötte kommt. Aber da der Jagdpanzer 100 da jetzt ist, ist das da auch ein bisschen wichtiger. Und unsere Arti ist auf Trab. Sie zieht den Jagdpanzer 100 direkt raus und der T95 auch noch den 50B. Jetzt ist ja echt nur noch der E100 und der 13975 da. E100 ist ein bisschen blöd, der hat da ein Tortoise vor sich. Und ja, da drauf schießen hat halt nicht so viel Sinn für mich auf dem Wrack. Und selbst auf die untere Wanne aus der Entfernung habe ich hier, ja, muss ich sagen, ich habe Gold durchgeladen, weil ich versuchen wollte, dass der T95 überlebt. Deswegen hatte ich gehofft, dass ich jetzt mit zwei Schuss schnell mal eben das Ding wegschieße. Aber der gelbe Blitz holt sich letztendlich auch den 100 weg. Ist auf jeden Fall eine gute Art. Die ist auf Zap. Auf Zap? Nee, auf Zack. So. Zack nennt sich das. Naja, der E5 ist unten an der Base, sollte alles klappen. ES3 ist noch in unserer Base, E5 ist down. Shit. Ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Der 1375 könnte mich spotten und der Rheinmetall könnte mich einfach wegziehen. Oder die Arti könnte mich einfach wegziehen. In dem Moment war ich tatsächlich froh, dass ich 6 Sinn habe. Und ich taste mich hier lang davor. Ich bin extra nicht hier durch das Flussbett gefahren. Weil ich, wow, Glück hatte. Nee, weil ich nicht wusste, wie viel der Rheinmetall hatte an HP. Und in dem Fall war es ganz gut. Weil er hätte einfach auf mich raufrummeln können. Und ich hätte keine Chance gehabt. So ist es wahrscheinlich besser, dass ich ihn erstmal etwas runterziehe. Und dann mal schauen. Dann rummel ich auf ihn drauf oder er auf mich. Was weiß ich. Was weiß ich? So, aber da haben wir den 1375. Ich sehe den leider nicht. Außerhalb meiner Render Distance.
Der Schuss, ich im Nachhinein muss ich sagen, der Schuss war so optimistisch, das war einfach dämlich. Hier, ich weiß nicht, hier war ich sehr angespannt. Ich wollte den Schuss unbedingt treffen und ich hab im Hinterkopf noch gehabt, der fährt da gleich sicher runter, gleich ist diese Senke und ich schieße in dem Moment, wo er halt runterfährt. Naja. Letztendlich habe ich ihn nicht erwischt. Zwar ist die M43 leider gestorben. Die hätten wir noch gut gebrauchen können. Aber ich weiß, dass der Rheinmetall geschossen hat und ich weiß, dass er wenigstens in ein paar Sekunden jetzt nicht schießen kann. Das heißt, ich düse hier vor. Oder sind wir auch schon Baum gefallen? Schuss drauf und wieder weg, bevor die Arti auf uns schießen kann. So, hoffentlich kommt der IS-3 jetzt mal ein bisschen in die Pötte. Boah, IS-3 Fuckbot als Report Snoop. Nee, ich muss sagen, der IS-3 steht ja echt schon ein bisschen, bisschen sehr unproduktiv. Auch hier, ich hab ehrlich gesagt, wenn er jetzt auf mich drauscht, dann bin ich ziemlich am Arsch. Weil der IS-3, wobei jetzt ist der IS-3 in Schussreichweite. Denke ich mal. Also der könnte jetzt, glaube ich, da drauf schießen. Das heißt, der könnte mir helfen. Aber ansonsten, ja, könnte mich damit auch mit der dicken Kanone, glaube ich, töten, oder? Naja, hab Glück, dass er da den IS-3 scheinbar gespottet hat. Und ich da wohl nicht mehr so interessant bin. Schwupp. Nächster Schuss drauf. Direkt. Ja, das ist natürlich auch immer eine blöde Situation für den Gegner hier. Er kann sich da sicher. Kann man sich nicht so gut entscheiden, auf wen man dann schießen will. Hier gehe ich sicher, dass die Arti oder dass ich auf jeden Fall nicht mehr offen bin. Damit die Arti da jetzt nicht noch irgendwie so primal Daumen einen Schuss reinsetzt und mich dann trifft. Dies wäre ja relativ unpraktisch. Und ich sehe gerade auch, ich habe nur noch 19 Schuss. Das ist verdammt wenig. Wobei ich glaube, ich habe mehr als einiges verschossen. Also, ja. Lassen wir das mit den Schüssen. Ja, jetzt auf dem Weg zu Arti. Wurde ja halt letztes Mal gesehen. Ich glaube aber ehrlich gesagt genau, dass sie nicht hier ist, sondern schon gemoved ist. Immerhin haben sie die linke Seite ziemlich. Ja, wobei, doch. Nachdem der E5 gestorben ist, haben sie die linke Seite dominiert gehabt. Und daher wäre es nur sinnvoll, dahin zu moven. Schönerweise an der Stelle, wo ich da mit dem Rheinmetall gefightet habe, konnte die M53 von keiner Seite drauf schießen. Außer sie würde oben auf A stehen. Oder halt eher auf 0 oder auf B oder auf C oder sowas bei unserer Base. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Heal your driver. I need a healer. So, da haben wir sie. Kleine Kanone, wenn ich mich nicht irre. Und that. Ja. War eine gediegene Runde. 6129 Damage. Und ich würde sagen, mehr oder weniger gedreht. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und würde sagen, bis heute Abend zum Stream. Oder sonst wo und tüdelö.